Liga aufzusteigen. Es ist nicht nur für den FCO in den blauen Dressen eine besondere Partie, weil die Obermeister den Meistertitel einheimsen können. Nein, auch für Schiedsrichter Michele Volpato ist es ein ganz besonderes Match. Der Unparteiische aus Meran hängt die Pfeife nämlich an den berühmten Nagel. Und so viel schon vorweg, er wird keinen hektischen letzten Arbeitstag erleben. Den ersten Höhepunkt, den gibt's in der 6. Minute durch die Hausherren von Latz von Sverdings. Freistoß Benjamin Stufer, der Kopfball von Obrist. Aber Wieser ist auf seinem Posten. Dann melden sich auch die Gäste. Der Eckball, Joris steigt am höchsten, aber Oberhofer ist hellwach. In der 13. Minute zeigt Adrian Hasler, seit wenigen Tagen 20 Jahre alt, ein Kabinettstückchen. Der Schuss ist dann aber viel zu ungenau, um Kapital daraus zu schlagen. Noch einmal Haslers Gusterstücker, den Abschluss verzieht er aber komplett. Postwendend auf der Gegenseite, Bammer, die Hereingabe zu Dennis Malayo, Gögele, aber Oberhofer steht goldrichtig und verhindert die Führung der Gäste. Die Vorarbeit von Theo Bammer auf dem linken Flügel, Malayos Vorlage und der Abschluss der Nummer 6, der Obermeister. Dann verflacht die Partie erst nach einer guten halben Stunde die nächste gute Aktion. Der Obermeister, die von ihren mitgereisten Fans lautstark unterstützt werden. Latzfans kann nicht klären, dann Gögele, Aaron Malayo leitet weiter und sein Zwillingsbruder Dennis prüft Oberhofer auf Herz und Nieren. Dennis Malaya mit einem extrem wuchtigen Schuss. Aber Oberhofer ist einmal mehr zur Stelle. Es bleibt beim 0:0, was gleichzeitig auch der Pausenstand ist. Und wir springen rein in den zweiten Spielabschnitt. Norbert Hasler spielt zu Beginn diesen langen Ball auf Stefan Stufer. Doch der Stürmer wartet hier zu lange. Der Heber danach viel zu harmlos. In der 54. Minute packt Dominik Unterweger diesen Rechtsschuss aus, aber Wieser kratzt ihn irgendwie noch aus dem Winkel. Diese Aktion noch einmal zum Genießen. Unterwegers toller Schuss, aber auch die Parade, die ist bärenstark. Die Hausherren wollen mehr, drücken auf die Führung. Und zwei Minuten später wieder Dominik Unterweger. Dieses Mal verhindert die Torumrandung das 1:0 der Latzfonzer. In der Wiederholung sieht man, dass der 22-Jährige genau das Kreuzeck trifft. Hier hat der Tabellenführer Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Und Latzfons gibt weiter Gas. Nicht ganz eine Stunde ist gespielt, erklärt Veit Gögele zu kurz. Und Samuel Pfattner zieht einfach mal ab. Da hat gar nicht mal so viel gefehlt. In der 65. Minute tritt dann Benjamin Stufer diesen Freistoß. Dann jubeln die Latzfonser schon, aber Wieser mit dem tollen Reflex. Umsonst, denn es wäre ohnehin abseits gewesen. Von Obermeis ist in der Offensive noch nichts zu sehen, vielleicht jetzt einmal. Das Linksschuss ist für Andreas Oberhofer aber keine echte Herausforderung. 4 Minuten später tankt sich Theo Palmer auf dem Flügel durch, dann zieht er ab. Doch hier sieht man, warum der Rechte sein schwächerer Fuß ist. Hier hätte die Obermeister Nummer 11 mehr aus dieser Chance machen können. 5 Minuten vor Schluss, wieder ein Freistoß durch Stufer. Dieses Mal springt Adrian Hasler in die Hereingabe. Aber wieder der Abseitspfiff durch Schiedsrichter Volpato. In der Nachspielzeit könnte Obermeis dann nochmals in Führung gehen. Kapitän Andreas Klotzner mit dem Befreiungsschlag. Hasler und Brunner können Dennis Malayer nicht stoppen. Aber Oberhofer passt auf und sorgt dafür, dass es beim 0:0 bleibt. Ein Punkt, der den FC Obermeis nach dem Schlusspfiff zum Meister macht. Wir sind begeistert, wir sind... Nein, wir haben logisch eine Riesenfreude, man sieht es. Und es hat alles viel, viel leichter ausgeschaut, als wie es effektiv war. Ich muss ein Riesenkompliment der Mannschaft machen, weil die Mannschaft zeichnet einen eisernen Willen aus. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir gewonnen haben. Und nicht so sehr spielerische Qualität oder fußballerische Qualität. Logisch, das haben wir auch. Aber letztendlich haben wir gewonnen wegen Willen. Wenn du eine Meisterschaft gewinnst, halt tust du nicht so oft. Dann fühlst du dich grandios. Im Moment ist noch ein bisschen, man braucht noch ein bisschen Zeit, dass man draufkommt, was man auch wieder erreicht hat, weil es ist nicht selbstverständlich. Aber halt wird schon kommen in den nächsten Stunden.
Latz von Sverdlings wird hingegen auch in der Saison 2015-16 in der Landesliga kicken. Das primäre Ziel, der Klassenerhalt, wurde problemlos erreicht und dem nunmehrigen Oberligisten Obermais einen Punkt abzuringen, ist ohnehin ein Prestigeerfolg für die Eisacktaler. Vielleicht wäre sogar etwas mehr drin gewesen. Man hat schon gesehen, sie haben einfach gute Wurzelspieler, speziell Außenbahnen und vor uns. Sie sind einfach volle Positionen super besetzt. Aber das soll nicht die Leistung von ihnen schmälern. Wir haben auch eine super Mannschaft. Ich bin voll zufrieden mit meinen Jungs, muss ich sagen. Und auch für die ganze Meisterschaft. Wir haben es bisher noch nicht richtig so weit vor uns gespielt. Für Erten sind wir auch eine Rückrunde gut gewesen. Hin und haben auch mal in Abstieg gekämpft. Und heuer halt ist es von Anfang an gut gegangen. Jetzt die Rückrunde ist nicht mehr so gut, aber wir sind auf jeden Fall zufrieden.